Über Queen wissen wir bisher noch nicht viel, aber ich habe schon einige Ideen zu ihm. Welche erfahrt ihr nach einem kurzen Intro? Queen die Pest wird er genannt. Doch was könnten seine Fähigkeiten sein? Was wir wohl klar sagen können, dass er eine Zoan-Teufelsfrucht haben wird, denn das ist das Main-Theme der Beast-Piratenbande. Mit Jack haben wir eine antike Zoan-Modell-Mammut und das zeigt er auch stolz überall. Selbst auf seinen Schiffen ist vorne ein Mammutkopf als Galeonsfigur angebracht. Doch wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass bei seinem zweiten Auflaufen auf Zo er Schiffe bei sich hatte, die Skorpione als Galeonsfigur hatten. Das waren doch ganz sicher nicht seine eigenen Schiffe. Möglicherweise hatte er bei seinem Kampf gegen Fujitora, Sengok und Kranich zuvor einige seiner eigenen Schiffe verloren. Deshalb sendete man ihm andere Schiffe. Und wenn man mal davon ausgeht, dass Kommandantenschiffe durch Kommandantenschiffe ausgeglichen werden, könnte es durchaus möglich sein, dass Queen eine Skorpion-Zoan-Teufelsfrucht hat. Passen würde es durchaus. Sein Spitzname ist Queen die Pest, da passt ein Skorpion mit seinem Gift gut dazu. Zudem habe ich die Theorie, dass alle drei Kommandanten drei verschiedene Zoan-Teufelsfrüchte haben. Antik, Normal, Mystisch. Jack hat die Antike, Queen somit die Normale und so bleibt für King die Mythische. So wie Jack mit seinen Hörnern und dem Fell äußere Merkmale eines Mammuts aufweist, weist auch Queen Merkmale eines Skorpions aus. Seinen Pferdeschwanz kann man auch als Stachel eines Skorpions deuten. Auch in der Mythologie gibt es mehrere Skorpiongötter. Zum einen Chelama, Skorpionkönigin Indiens. Oder Malinal Xiotlitzitl war die Göttin der Schlangen, Skorpione und Insekten der Wüste. Und Selket war die ägyptische Gottheit der Heilkundigen und wurde als Skorpiongöttin bezeichnet, weil sie einen Skorpion auf ihrem Kopf trug, ähnlich wie Queen mit seinem Pferdeschwanz. Da Selket die Göttin der Heilkundigen ist, könnte man sich auch überlegen, ob Queen möglicherweise der Arzt der Kaido-Piraten ist. Zudem sind Skorpione mit ihren Augen extrem lichtempfindlich, was sehr gut für die Nachtsicht ist. Vielleicht hat deshalb Queen eine Sonnenbrille auf. Bei der Beutejagd benutzen Skorpione ihre Pectines, um Vibrationen aus dem Boden und der Luft zu spüren. Pectines sind kleine kammförmige Organe. Dies könnte man mit seinem Bart angedeutet haben. Queen ist eine Okama. Er trägt Lippenstift und wirkt eher androgyn. Kennt er möglicherweise Ivankov? Hier bin ich über nette Ideen gestolpert. Kennt ihr noch Billett? Dieser hat in Impel Down Ivankov angegriffen, weil er sauer auf ihn war. Denn vor 15 Jahren ging sein Vater auf die Okama-Insel und kam als Okama auch wieder zurück in sein Königreich, wo er der König war. Aufgrund des neuen Äußeren und des Lebensstils ging das Königreich allmählich unter und die Königsfamilie wurde ins Exil geschickt, denn die Bewohner hatten einfach keine Toleranz. Billett wurde ein Pirat und landete im Impel Down. Was, wenn vor ihm sein Vater, der König, ebenfalls Pirat wurde? Ein König, der sein Königreich verloren hat, weil ihn niemand mehr respektierte, weil die Menschheit wenig tolerant ist. Könnte einen schon so sauer auf die Welt machen, dass man sie am liebsten vernichten möchte? Und wie besser, als wenn man sich einer der stärksten Piratenbanden anschließt? Er könnte in seiner Zeit auf der Okama-Insel Okama Kenpo gelernt haben, so wie Sanji, und damit durchaus ein starker Kämpfer geworden sein. Des Weiteren, wenn wir uns Queens linken Arm anschauen, sehen wir, es ist ein cybertronischer Arm. Wie hatte denn seinen alten verloren? Hatte da möglicherweise Big Mom ihre Finger im Spiel? Hat er Big Mom in irgendeiner Form mal konfrontiert und dabei Big Moms Roulette seinen Arm verloren? Vielleicht sollte er Big Mom nur eine Nachricht überbringen. Vielleicht die Nachricht, dass Kaido und Big Mom kein Bündnis mehr haben, was sie möglicherweise, nachdem die Rocks aufgelöst worden sind, eine Zeit lang noch hatten. Als Überbringer der Nachricht musste Queen das Roulette drehen, aber dies ist nun mal eine reine Spekulation. Und wenn wir schon bei abgetrennten Körperteilen sind, sind euch mal die Gemeinsamkeiten zwischen Sir Crocodile und Queen aufgefallen?
Beiden fehlt der linke Arm bzw. Hand. Beide rauchen Zigarre. Beide haben irgendeine Verbindung zu Ivankov. Und sollte sich die Theorie mit der Skorpionsfrucht bewahrheiten, hätten wir noch eine Gemeinsamkeit. Und zwar, dass Queen die Skorpionsfrucht nutzt und Sir Crocodile in seinem Haken Skorpionsgift hat. Crocodile wird auch der Wüstenkönig genannt. Skorpione bringt man oft mit der Wüste in Verbindung. Das würde Queen die Königin der Wüste machen. Könnten sie verwandt sein? Ist der Sohn denselben Weg gegangen wie sein Vater schon vor ihm? Die spannende Frage an dieser Sache hier wäre aber, wie kann es dann sein, dass beide ein Körperteil verloren haben? Der eine vom Mann zur Frau, der andere von Frau zum Mann. Noch eine andere kleine Theorie. Jedes Königreich benötigt einen König und eine Königin. So auch das Kamabaka Kingdom. Doch Emporio Ivankov ist alleine. Doch war er das vielleicht nicht immer? War Queen zu einem Zeitpunkt an seiner Seite und trennten sich aber aufgrund ihrer verschiedenen Ansichten, wie man mit der Weltregierung umgeht. Ivankov wollte mit den Revolutionären die Weltregierung stürzen. Queen ging aber lieber mit Kaido, der eine Schlacht gegen die Weltregierung anzetteln möchte. Das Komplizierteste an dieser Theorie ist aber die Rollenverteilung. Denn Ivankov wird als König des Kamabaka Kingdoms bezeichnet, wird aber genannt Königin Eva. Das würde Queen also zur Königin des Kamabaka Kingdoms machen und sollte dann eigentlich König irgendwas genannt werden. Aber Queen heißt ja Queen und ach je, ich glaube, ich versuche das gar nicht. Und zu guter Letzt noch, Ivankov ist der König des Kamabaka Kingdoms, doch er war es sicherlich nicht seit Anbeginn der Zeit. Könnte Queen vor ihm der König des Kamabaka Kingdom gewesen sein? Deshalb vielleicht auch sein Titel Queen. Was haltet ihr von diesen Theorien? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal hier auf Facefall TV. Ciao.